Wir befinden uns hier am sogenannten Verbindungskanal und als leitender Biologe beim Anglerverband Niedersachsen hast du uns schon länger begleitet, auch im Sommer bei dem eigentlichen Fischsterben und jetzt halt bei dieser Probebefischung am Wochenende. Möchtest du dich erstmal kurz vorstellen? Ja. So fangen wir an. Mein Name ist Thomas Kleefoth, aber ich glaube im BVO kennen mich auch schon relativ viele. Ich bin Fischereibiologe und in der Funktion auch beim Anglerverband Niedersachsen angestellt. Gut, danke schön. Du kennst dieses Gewässer nicht nur aus deiner Arbeit als Biologe, sondern auch als Angler des BVO. Du hast mir mal erzählt, du bist extra wegen dieses Gewässers in den BVO auch eingetreten. Natürlich logischerweise vor dem großen Sterben. In diesem Sommer. Was macht denn dieses Gewässer so interessant aus deiner Sicht? Ja, vor dem Fischsterben war es eins der besten Zandergewässer in Norddeutschland, zumindest von denen, die mir bekannt sind. Insbesondere in Niedersachsen gibt es nur wenige andere Gewässerbereiche, die so produktiv für Zander waren. Und als ambitionierter Spinnfischer hat mich das natürlich gereizt, klar. Logisch, ja. Ja, nun hatten wir ja dieses dramatische Fischsterben im August diesen Jahres. Kannst du etwas zu den möglichen Ursachen sagen? Du hast ja uns begleitet, auch zu der Zeit warst du hier vor Ort. Hast selbst gesehen, welche Tonnen von Weißfisch hier auf dem Kanal schwammen. Das Kuriose oder Kuriose, ich weiß nicht aus deiner Sicht, vielleicht hast du eine Erklärung dafür, war ja, dass zuerst wirklich die Größen der großen Brassen hier tot angeschwemmt wurden. Und als wir dann mittlerweile so ein wenig Hoffnung hatten, dass alles doch irgendwie glimpflich an uns vorbeigeht und der Raubfischbestand verschont bliebe, dann plötzlich einige Tage, ein, zwei Wochen später, schwammen hier auch dann plötzlich massiv tote Hechte, Zander und Barsche. Also waren im Prinzip war der gesamte Fischbestand dann im Nachhinein befallen. Genau, absolut richtig. Hauptgrund für das Fischsterben war wohl das Eindrücken von Salzwasser aus der Nordsee. Dadurch, dass es monatelang faktisch nicht geregnet hat, ist der Binnenwasserdruck von dem Süßwasser, was normalerweise hier reingesiedelt wird und was auch im Grundwasser drückt, dieser Druck ist ausgeblieben. Dadurch konnte also Salzwasser in die Leibucht hier eindringen oder in diesen Leibuchtkanal, was eben den Salzgehalt massiv erhöht hat. Und dann sind im Grunde in der Reihenfolge der Salztoleranz, umgekehrte Salztoleranz, dann die Fische gestorben. Das heißt zunächst die Brassen in vielfältigen Mengen, also tonnenweise sind ja die Brassen gestorben. Glücklicherweise der Fischereiverein Gretzil zusammen mit BVO hat dann ja viele, viele Fische auch noch retten und umsetzen können, auch gemeinsam mit Touristen, mit Ehrenamtlichen. Das war eine klasse Leistung, aber dennoch sind natürlich tonnenweise Weißfisch zunächst gestorben. Die Zander sind deutlich salztoleranter, sind dann aber 10 bis 12 Tage später ebenfalls massiv gestorben. Ja. Das war ein Problem und dadurch, dass der Regen weiter ausblieb, haben sich hier Salzwerte entwickelt, die also der westlichen Ostsee entsprachen. Also wirklich echtes Salzwasser und das war dann einfach auf Dauer gesehen zu viel für die Fische. Ja, schönen Dank. Ja, und aufgrund dessen, wir konnten es ja trotz dieses großen Sterbens, was wir alle gesehen haben, nicht wirklich hundertprozentig einschätzen, wie sich der Fischbestand jetzt entwickelt hat. Wir haben heute den 19. Dezember, also 4 Tage vor Weihnachten. In der vergangenen Woche hier bei eisigen Temperaturen haben wir eine große Probebefischung durchgeführt. Wie Thomas eben schon sagte, im Sommer hatten wir die Aktion mit den Touristen. Das war sicherlich schon einmalig. Aber ich denke auch, diese Befischungsaktion von der letzten Woche war eine ebenso einmalige Aktion. Kannst du kurz erklären, wie das abgelaufen ist und in welcher Art und Weise wir das letzte Woche durchgeführt haben? Ja, Ziel war natürlich herauszufinden, welche Fische noch im Kanal leben, welche Artenzusammensetzung und überhaupt, ob noch Fisch da ist. Und dann hat der BVO also es geschafft und zusammen mit dem Gretziler Angelverein über 30 Ehrenamtliche in der Woche früh morgens um 8 zusammenzukriegen, die also mitgeholfen haben. Auch das ist tatsächlich eine echt starke Aktion. Und wir haben dann mit Netzen gefischt, mit sogenannten Multimaschennetzen. Das sind Netze mit ganz vielen verschiedenen Maschengrößen, die das Ziel haben, verschiedene Größenklassen an Fischen abzudecken. Das sind Netze, die standardisiert sind europaweit. Die werden auch in der Wissenschaft dafür eingesetzt, sodass man ein möglichst repräsentatives Abbild des Fischbestandes bekommt. Ich hatte von dir die Frage schon mal gehört von den Mitgliedern, warum nicht Elektro gefischt wird. Genau. Der Grund ist relativ einfach. Wir haben hier sehr hohe Salzgehalte.
Bei hohem Salzgehalt fließt der Strom im Wasser sehr gut und gewissermaßen könnt ihr euch vorstellen, der Strom fließt weg, weil es eben so gut leitet und kann da kein stabiles Stromfeld aufbauen, mit dem die Fische betäubt werden könnten. Okay. Deswegen ist technisch gesehen das Elektrofischen im Salzwasser nicht möglich und bei erhöhten Salzwassergehalten wie im Brackwasser auch nicht möglich. Und deswegen haben wir darauf verzichtet. Wir haben mit Netzen gefischt und auch mit einem Fischkotter, einen Schleppnetzzug von 1200 Meter gemacht. Und das Ergebnis war ja fast schon entsprechend des Salzgehaltes. Wir haben primär echte Salzwasserfische gefangen. Das heißt, Sprotten waren die dominierende Fischart. Oder ihr nennt sie Blicksche, glaube ich, hier oben. Ne? Genau. Stinte waren dabei, genau, auch das eher klassische Salzwasserfische. Wir haben beim Schleppnetzzug Flundern gefangen. Von den Süßwasserfischen war nicht mehr ganz viel da, aber überraschenderweise ein paar überleben immer. Obwohl wir eigentlich für Zander und Brasse tendenziell lebensfeindliche Bedingungen haben, haben einige größere Brassen überlebt, aber auch kleinere. Bei Brassen hatten wir mindestens 3 Jahrgangsklassen dabei. Wir haben 2 Zander insgesamt gefangen, das ist nicht viel. Aber das sind genau die Fische, die paar Überlebenden, die dann für den Bestandswiederaufbau von großer Bedeutung sind. Wir haben ein Rotauge gefangen bei hohen Salzkonzentrationen, was auch überraschend war. Ich glaube, ziemlich hier an dieser Stelle. Ziemlich hier, genau, bei Leitwerten von 14 Mikrosiemens. Das ist wirklich viel Salz. Und das war ein Stück weit überraschend als einziges Rotauge. Wir haben Strandbrundeln gefangen. Ein Aal hatte sich auf dem Netz verirrt, was auch eher ungewöhnlich ist, aber beim Schleppnetzzug kam dann auch nochmal ein kleinerer Aal dazu. Also tendenziell eher die Salzwasserarten, die hier ganz klar dominant sind, insbesondere in der Stückzahl über 1000 Sprotten im Vergleich zu, glaube ich, 13 Brassen. Also es war ein massives Übergewicht der Salzwasserarten. Ja, ich bin ja dabei gewesen und die Brassen auch ja wirklich im Bereich kurz vorm Nordertief, wo man wirklich den Süßwasserzustrom hat. Genau, also die Süßwasserfische, die klassischen, die wir hatten, das gilt übrigens auch für wenige Güste und Barsche, die waren primär oben beim Nordertief, wo jetzt ja schon wieder ein bisschen Süßwasser kommt. Ich war jetzt gerade messen, da oben ist der Salzgehalt schon deutlich reduziert und dann hier Richtung Greziler Hafen ist er im Grunde noch ähnlich wie zu dem Zeitpunkt, als das Fischsterben eintrat. Du bist heute auch ja extra noch mal wieder hier hochgekommen, um noch die restlichen Messungen durchzuführen. So eine Leitwertmessung würde ich mir gleich gerne noch mal anschauen. Das können wir zusammen noch machen. Genau. Können wir da noch mal ein paar kleine Bilder von machen. Vielleicht. Ansonsten glaube ich erstmal besten Dank. Ist alles gesagt. Vielleicht könntet ihr eine Messung vor dem Greziler Einlauf machen. Ja, direkt da, wo das letzte Netz stand, habe ich schon eine gemacht. Ne? Aber wir können noch mal direkt noch vor Siel gehen. Zum Siel, kein wo Problem. Ja damals auch die Lebendfische alle. Genau. Dabei ja auch Süßwassereinstrom. Ne? Ja. Genau. Das können wir machen. Das wäre gar nicht mal schlecht, weil jetzt jeden Tag auch ein bisschen Süßwasser reinkommt. Ja, klar. Das machen wir. Heiner, an dich nochmal die Frage. Ihr habt ja sozusagen das Fischereirecht wirklich originär im Greziler Hafenbereich. Mhm. Wie hat sich denn das Fischsterben auf euer Vereinsleben als kleiner Fischereiverein ausgewirkt oder insgesamt kann man schon sagen, ob sich das vielleicht auch irgendwie auf den Tourismus ausgelegt hat. Jetzt natürlich das Problem, aber dass Raubfische vorher genug vorhanden waren, das haben wir leider Gottes beim Sterben sehen müssen. Das haben wir beim Sterben ja gesehen und das war also für mich eine sehr, sehr oder für mich die größte Katastrophe überhaupt, ne? Wo ich das gesehen habe damals, das war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe, ein Fischsterben. Das war glaube ich für uns alle so. Das war sehr, sehr erschütternd. Die letzte Frage, die wir uns natürlich noch stellen, natürlich war es irgendwo ein witterungsbedingtes Problem, aber dieses Gewässersystem ist ja noch nicht so alt. Vor etwa 30 Jahren wurde das ja alles hier errichtet im Rahmen der Eindeichungsmaßnahmen des Leibuch-Projektes und 30 Jahre ist alles gut gegangen. Aber wer garantiert uns, dass es nochmal 30 Jahre gut geht? Wahrscheinlich keiner. Und kann man sowas vielleicht... Also schlussendlich müsste es ja wahrscheinlich heißen, man muss den Salzeintrag verhindern, wenn man es wirklich dauerhaft. Es gibt eine Möglichkeit, das sieht man ja in Holland, da haben sie die Möglichkeiten ja. Oder schon ein paar Schöpfwerke oder Siltor, die haben das ja gemacht, dass sie halt eben ein extra Becken haben, wo sie das Salzwasser nur mit dem Salzwasser sielen und das Wasser bleibt draußen, kommt kein Salzwasser in Süßwasser rein. Ja. Und das wäre nur, das ist eine wahnsinnig kostspielige Sache und auf der anderen Seite, man weiß nicht, wie sich alles entwickelt. Ob das jetzt 30 Jahre so weitergeht, ob wir im nächsten Jahr genau das gleiche haben wie in diesem Jahr, auch wieder eine Dürreperiode. Man weiß es nicht, was dann kommt. Ob sich das alles lohnt,
ist, ja, gut, haben wir nicht zu beurteilen, ne? Und können, richtig, wir auch nicht beeinflussen. Wir können nur Anstöße geben. Wünschenswert wäre es, würde ich mal sagen, weil jeder Fisch, der hier stirbt, ist einer zu viel. Logisch. Wobei man sehen muss, nur das Sieltor neu zu gestalten reicht natürlich nicht, weil das Salzwasser ja offenbar unterm Deich durchgedrückt ist aufgrund des mangelnden Wasserdrucks vom Süßwasser von der Binnenseite. Das ist also ein technischer Aufwand, der da gefahren werden müsste, ja, der in meinen Augen ehrlich gesagt unrealistisch, ja, ist. Alles richtig, aber das wäre, glaube ich, die einzigste Möglichkeit, sowas überhaupt in den Griff zu kriegen. Denn garantiert uns ja keiner, dass es in den nächsten 10 Jahren nicht jedes Jahr wieder eine Dritte wahrscheinlich ist, dass es irgendwann wieder passiert. Ja. Ja, genau. Wollen wir erstmal hoffen, dass es jetzt die nächsten Jahre positiv verläuft und wir den entsprechenden Süßwasserzustrom haben. Mhm. Wie würde sich dann der Fischbestand entwickeln? Kannst du irgendwie einschätzen, wie lange es dauert? Ich meine, mit Besatzmaßnahmen kann man so ein riesiges Gebiet ja wahrscheinlich schlecht aufforsten. Der Fischbestand muss sich ja wahrscheinlich ganz von selbst reproduzieren. Das Gute ist in diesem Gewässer, dass es sehr nährstoffreich ist. Wir haben also Bedingungen, die hohe Fischbiomasse oder das Wachstum hoher Fischbiomassen erlauben. Und dadurch, dass jetzt aktuell wenig Konkurrenz da ist, wenn erstmal der Süßwassergehalt wieder so weit in Ordnung ist, dass es wieder normalen Bedingungen entspricht, können sich hier auch wieder Brassel, Rotauge, Zander, Barsch von alleine vermehren. Und dadurch, dass eben die Konkurrenz weg ist, wird dieser Laichvorgang sehr erfolgreich sein, höchstwahrscheinlich. Das heißt, der Fischbestand wird in der Lage sein, sich selbstständig zu generieren. Wir haben schon darüber gesprochen, auch mit dem Fischereiverein Gretsiel, dass man natürlich ein paar Fische von nebenan, wo noch alles in Ordnung ist, als Laichbiomasse mit noch ins Gewässer eintragen kann, um das so ein bisschen zu unterstützen. Aber wir haben ja gesehen bei den Testbefischungen, Einzeltiere haben überlebt. Die werden deutlich mehr Larven durchkriegen, als das normalerweise der Fall wäre, weil eben sehr viel Futter da ist und weil kein Kannibalismus da ist. Und dadurch wird es relativ erfolgreich sein. Natürlich dauert es jetzt mehrere Jahre, bis eine gesunde Alterspyramide wieder da ist. Logisch. Also wir reden über 5, 6, 7 Jahre, bis es sich halbwegs normal anfühlt. Okay. Denn so ein Zander braucht ein paar Jahre, um geschlechtsreif zu werden. Auch wenn das Wachstum jetzt massiv sein wird, größer als unter normalen Bedingungen, wo mehr Konkurrenz vorherrscht. Aber dennoch brauchen Tiere, bis sie groß sind, mehrere Jahre. Und so ein Zander halt auch, ja, eigentlich mindestens 3 Jahre, um geschlechtsreif zu werden. 2 bis 3 Jahre mindestens. Ja. Und dann wird das von alleine wieder ganz normal seinen Lauf gehen. Aber es dauert ein bisschen. Ja, schönen Dank. Ich glaube, das reicht, oder? Das reicht, ja. Genau.